tatsächlich so, dass ich oft, wenn ich etwas fertig habe, überhaupt nicht mehr weiß, wie ich das gemacht habe, wie ich zu gewissen Gängen gekommen bin. Und da geht es nicht nur mir so, sondern vielen eigentlich. Die Zufallsprozesse sind bei mir eigentlich nur wichtig in der, im Erstellen von Sounds. Aber letztlich geht es mir auch nicht immer, aber manchmal darum, aus diesen Sounds Stücke zu bauen. Und das ist halt schon ein relativ traditioneller Kompositionsprozess, der dann eintritt. Es muss nicht immer so sein. Es gibt auch wirklich, manches kann auch so bleiben, wie es war. Die Elektronikmusikszene ist weltweit eine kleine, aber gesunde Gemeinschaft. Sie hat ein spezielles Interesse ihrer eigenen Werte und sorgt so für ihre Authentizität. Natürlich handelt es sich dabei um ein Anliegen einer Minderheit, aber das ist okay. Darin sehe ich nichts Falsches. Eat shit, man, friss Scheiße. Das haben wir als flotten Spruch unter harten Männern schon in vielen Filmen gehört. Gesehen allerdings viel seltener. Die einen vielleicht bei Pier Paolo Pasolini und die anderen vielleicht jetzt gleich in den Kunststücken. Nein, nein, keine Sorge. Ich werde Ihnen das jetzt nicht hier vormachen und das hier ist natürlich nur ein Requisit. Ist ja nur ein Film. Diesen Spruch kennen Sie auch und trotzdem schaffen es gerade Filme immer wieder, sehr gezielt mit der emotionalen Wahrnehmung der Zuseher zu arbeiten. Verlassen Sie sich drauf, kalt lassen werden Sie die Gfraster aus dem nächsten Beitrag nicht. Gfraster, das ist ein Kurzfilm von Ruth Mader, in dem drei Mädchen ein viertes mit ihren Machtspielchen terrorisieren. Fast der Pussycat in einer Wiener Hochhausanlage. Gfraster ist einer von vielen Filmen, die ab morgen beim Studentinnenfilmfestival im Künstlerhauskino gezeigt werden. Denn nicht nur die österreichische Musik- oder Medienszene boomt, auch heimische Filmproduktionen feiern international Erfolge. Die Kunststücke haben deshalb die heutige Sendung ganz ins Zeichen der neuen Filmemacher und vor allem Filmemacherinnen gestellt. Die Frauen haben hier das Ruder endlich einmal fest in der Hand. Auch die Welt der Gfraster, die Sie gleich sehen werden, ist eine Welt ohne Männer. Ich bin 13 Jahre alt, ich habe eine Schwester, die was behindert ist, sie ist 4 Jahre jünger als ich, meine Mutter ist so schier und mein Vater ist ein Volltrottel. Verstanden? Ja, bitte? Was du willst, ich habe einen Termin. Wir sind kein öffentliches Klo da. Und Silvia, mit deiner Mutter werde ich sowieso noch einmal gesondert reden, ja?
Fraster. Und jetzt geh mal, verschwind. Meine Eltern sind nicht daheim, bitte, ich muss rein, dringend. Bitte. Gusch, du deppertes Sau. Du Knister. Dusse. Geh, macht's weiter. Geht schon. Der ist doch nicht. Schmeckt's? Was ist denn da drin? Extra Wurst. Zeig her. Ja, das schmeckt ja gut drin. Du, wenn du das zum Essen bringst, zeig mal unser Geheimversteck. Jetzt euer Geheimversteck. Ich habe auch was zu essen mit. Gib her. Hast du Haare auf der Möse? Ja oder nein? Nein. Ich glaube, was schaut sich her? Los, du gehört der Fut. Da traust du nicht. Was hast du für ein fisches Köfferchen? Da ist schon her, wie die Manuela super stricken kann. Ui, kann die Manuela aber schön stricken. Zeig dir das Versteck. Kannst du auch immer kommen. Kannst du auch nicht, dass dich wer sieht? Das soll euer Geheimversteck sein? Das ist ja der Urschaß. Das ist ja neuer Häusl. Ich glaube, das taugt der Manuela nicht. Wenn sie nicht passt, kann sie wieder schleichen. Wahrscheinlich machen wir euch oben auch alle am Boden. Ich glaube, die Manuela will jetzt ein bisschen Scheiße fressen. Ich glaube auch.
Ich glaube nicht. Ich glaube auch schon. Na, was ist? Fries, wie stecken dir die Nadeln in den Arsch? Ich hätte nicht so lange überlegen müssen, so Pullover weg. Manuela. Setz deppert, steh auf. Der steht nicht mehr auf DC. Du kannst nicht heimgehen, wart. Kommst du morgen gehen wir in den Prater. Gehst mit? Fahren wir mega blitz zum Imperator. Oder wir fahren mit der Eisprinzessin. Kommst mit? Ich begrüße jetzt bei mir im Studio Wolfgang Glück, Regisseur und Rektor der Wiener Filmakademie. Guten Abend, Michael Kreisel, Regisseur und Mitglied der Vorjury zum Studentenfilmwettbewerb, aus dem wir die Beispiele zeigen in der heutigen Sendung. Ruth Mader, Regisseurin, Studentin der Filmakademie und eben Macherin von Gfrastatt, den wir gerade gesehen haben, und Christian Canielli, Filmkritiker vom Falter.
Frau Mader, beginnen wir doch gleich am konkreten Patienten, die Situation für junge Filmemacherinnen in Österreich zu erörtern. Was bedeutet das für einen Aufwand? Was muss man sozusagen leisten, um einen Film wie Gfraster realisieren zu können? Bei Gfraster ist es so, dass es ein relativ günstiger Film ist. Das heißt, um jetzt eine Größenordnung zu nennen, der kostet inklusive Kopie 150.000 Schilling. Das ist noch nicht so schwer zu finanzieren. Davon bezahlt die Schule einen Teil. Wenn ich mich recht erinnere, glaube ich 45.000, glaube ich. So wie auch die Kopie hat zum Beispiel auch die Schule finanziert. Den anderen Teil muss man von Förderungen versuchen zu bekommen und dann einen erheblich kleineren Teil mit Sponsoren, die meistens Sachleistungen bringen. Das ist aber eine Spielordnung, eine Klasse, in der sich es offenbar noch halbwegs Da geht das relativ leicht. Also wenn man dann teure Filme macht, und das machen auch andere Kollegen zum Beispiel, oder wenn man auch längere Filme macht, also zum Beispiel einen 25-Minuten-Film oder mehr, dann wird es extrem teuer. Also dann nähert man sich dem 500.000-Schilling-Bereich. Und dann kann es einen sehr treffen, wenn man zum Beispiel eine Förderungsabsage nicht bekommt. Dann wird das schwierig, wenn man einen kurzen Film macht und das sagt die Förderungsstelle, nein, wir unterstützen diesen Film nicht mit den 30.000 Schilling, kann man sagen, okay, ich werde es irgendwie schaffen, anders aufzustellen. Wenn es dann um viel mehr geht, um 100.000, 200.000 Schilling, wird es dann schwierig. Und auch also schwierig zu lösen, weil viele Leute die Filme mal vorfinanzieren müssen oder riskieren müssen auf ihrem Konto. Das heißt, man nimmt dann Kredit auf und hofft, dass es irgendwann aufgeht. Und kann dann auch gewisse Argumentationen liefern, wenn zum Beispiel der Film auf irgendwelchen tollen Festivals läuft, so geben Sie doch jetzt das Geld her, nachträglich, und ist aber noch immer, hat noch immer das Risiko, wird die Förderung das tun oder nicht tun. Das ist ein gewagtes Spiel, das man da betreibt. Ja. Ja, Herr Glück, Sie sind Rektor der Filmakademie? Nein. Sind Sie nicht? Ich bin Leiter der Filmakademie. Gut, Sie sind Leiter der Filmakademie? Rektor gibt es nur einen der ganzen Hochschulen. Ja, also die Filmakademie ist sozusagen eine Zweigstelle der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Ja, jetzige Universität für Musik und Darstellende Kunst, um es genau zu machen. Haben wir gemacht. Wenn Sie das jetzt so hören und andererseits so die Situation der österreichischen Filmlandschaft sich ansehen, wie verhalten Sie sich oder welchen Rat geben Sie dann sozusagen Ihren Studenten, die Sie an der Filmakademie ausbilden, mit auf den Weg? Man hat so das Gefühl, einerseits wird die Wiener Variante der Nouvelle Vague beschworen und auf der anderen Seite ist dann quasi eine Art ein Bild einer ökonomischen Realität, dass hauptsächlich Kabarettfilme zum Beispiel irgendwie ökonomisch auch erfolgreich sind. Gibt es da von Ihrer Seite irgendwelche Orientierungen, die Sie den Leuten angedeihen lassen? Naja, also erstens mal möchte ich sagen, die Preise stimmen ja insofern nicht, als die ganzen Geräte, die ganzen technischen Geräte, die auch wir zur Verfügung stellen, die man bei einem anderen Film in die Kalkulation hineinnehmen muss. Also insofern ist der Film schon... Ja, er würde viel mehr würde kosten, viel mehr kosten wenn man ihn frei macht. Auch wenn man die Leute bezahlen müsste. Ja. Man geht ja auch davon aus, dass alle Studenten gratis arbeiten, so wie Darsteller. Weil sonst glauben die Zuschauer, also, warum macht man einen so teuren Film, wenn es so billig auch geht. Also so ist es nicht. Rat? Ja, erstens, wenn Sie von den Kabarettfilmen sprechen, es gibt ja auch eine andere Seite des österreichischen Films, nämlich die nicht auf den Kommerz allein zugeschnittenen Filme. Und solche sind es ja eigentlich, an die wir denken, weil wir ja eine Kunstuniversität sind, das zwischen Kunst und Handwerk ein Mittelding, eine Vermittlung suchen müssen. Ja, es gibt sehr viele Bemühungen, den Studenten, die fertig werden, den Einstieg zu erleichtern. Es gibt also Hilfen von allen Seiten. Jetzt gibt es im neuen Filmförderungsgesetz einen Betrag, einen festen Prozentsatz für Nachwuchsfilme, die eben diesen Übergang schaffen sollen. Und ansonsten ist es so schwer, wie das ganze Leben schwer sein wird. Es ist ja nicht nur für die Studenten schwer, das Geld aufzutreiben, es ist ja für uns auch unheimlich schwer, nur sind das dann etwas höhere Millionenbeträge, während es hier Hunderttausender Beträge sind. Aber irgendwie
simuliert das schon das, was auch später kommt. Und die Studenten machen ja auch etwas. Sie könnten ja auch billigere Filme machen. Sie riskieren ja, um die Filme besser und interessanter zu machen. Ja. Jetzt haben wir dauernd von Geld und Produktionsbedingungen gesprochen. Das ist, glaube ich, auch absolut notwendig bei dem Thema. Aber wie stellt sich das für Sie jetzt als Absolvent der Filmakademie und jetzt, sagen wir mal, erfolgreicher Kunstfilmschaffender da? Ja, also ob ich Kunstfilmschaffender, weiß ich nicht. Das ja, also nicht Werbe müssen oder die anderen, Film. Ja. Ich meine, ich habe die ganzen Wege natürlich durchschritten, die Ruth angesprochen hat. Nicht? Das, man muss halt einfach da durch. Und ich glaube, wenn man eine Sache macht, von der man selbst überzeugt ist, dann wird diese Sache, in dem Fall ein Film, auch andere überzeugen können. Also ich bin auch ein Verfechter der Theorie, dass wir sagen, wir machen Filme in unserem Land, die unserer Identität entsprechen, die unserer Sicht entsprechen, und dann wird der Film auch sozusagen erfolgreich international sein. Das beweist ja auch umgekehrt der Film ja, wenn man das Entertainment-Business jetzt Los Angeles ausnimmt, ein Charismatik, ein Jarmusch, die beweisen das ja auch, ein Emir Kusturica, dass der persönliche Blick auf etwas natürlich international dann auch interessiert. Mhm. Und vielleicht das könnte man da gleich einhaken zum Thema persönlicher Blick. Es ist gerade Gfraster gelaufen von Ruth Mader und es ist sozusagen, finde ich, auch prototypisch für die großen Festivalerfolge, die der österreichische Kurzfilm von der Filmakademie im Moment auf der ganzen Welt hat. Also dieser präzise Blick, das eigene das zulassen können von langen Einstellungen, das genaue Hinschauen, auch das genaue Arbeiten mit Räumen. Also ich möchte gerade jetzt darauf hinweisen, dass gerade nach Cannes zwei Filme der Filmakademie eingeladen wurden. Der eine ist Interview von Jessica Hausner und der andere ist von Chris Krekelis, der Film Germania. Und das ist eigentlich in der Geschichte des Kurzfilmwettbewerbs von Cannes eigentlich eine ziemlich einzigartige Sache. Noch dazu muss man sicherlich auch endlich einmal bemerken, dass nicht nur in Cannes das einen großen Anklang findet. Ruth Maders Film zum Beispiel hat den Max-Office-Preis für Kurzfilme in Saarbrücken gewonnen und Filme von Katrin Esedaretz, Barbara Albert, Jessica Hausner, Miriam Unger. Wir reisen eigentlich im Moment die ganze Welt und bekommen Preise bei renommierten Festivals, also in San Francisco, in Locarno zum Beispiel. Und es sind eigentlich genau diese Filme, von denen der Michael gerade gesprochen hat. Dieser insistierende Blick ist in diesen Filmen irrsinnig wichtig. Ist es dann so, dass man quasi eine österreichische, eigenständige Filmsprache konstatieren kann, die sich jetzt nicht nur auf den lokalen Bereich Österreich beschränkt, also sozusagen mit Regionalismus Geltung und trotzdem jetzt sich nicht sozusagen einer Hollywood- oder sonst wie Vorstellung ergibt? Naja, ich meine, Europa, der europäische Film, wenn man das größer greifen will, lebt ja seit Jahren davon, also seit Jahrzehnten davon, eigentlich ein persönliches Bild abzugeben. Also Nouvelle Vague oder wenn ich die Filme in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg sehe, also Fellini, das sind ja alles persönliche Bilder von Zuständen, von warum Menschen nicht miteinander auskommen, warum Menschen miteinander auskommen. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was wir als Europa jetzt, wir reden ja jetzt schon vom Gesamteuropa auch entgegenzuhalten haben, dem Entertainment-Business. Nicht, dass ich jetzt mir nicht gern mal einen Film aus dieser Reihe anschaue. Ich lese auch gern Comics oder so etwas. Also das ist nicht der Punkt. Nur es ist, glaube ich, unser Potenzial, wie auch jetzt auch Osteuropa ein unglaubliches Potenzial hat. Wir sehen ja leider Gottes die ganzen russischen Filme ja so gut wie nie oder ab und zu mal bei Festivals, was dort als Potenzial schlummert. Godard hat immer gesagt, Home of Fiction. Russia is the Home of Fiction. Also es gibt dort die Geschichten und auch bei uns gibt es die Geschichten. Und ich glaube, dass man einfach nur souverän genug sein muss, diese Geschichten auch einfach erzählen zu wollen. Jetzt klingt das alles sehr nach Eitel Wonne Sonnenschein. Potenziale sind da irgendwie. Wer gut ist, wird auch Erfolg haben. Wenn Sie jetzt fertig sind mit der Filmakademie, was kommt für Sie dann als nächste Schritte? Ist es dann so, dass Sie sagen, so und jetzt mache ich meinen Spielfilm? Ja, also zum einen glaube ich, dass er recht hat in dem Punkt, also lokale Themen sind spannender als beliebige Themen. Ich glaube, dass es immer erfolgreich ist, also das sieht man an verschiedenen Filmen, wenn es in einer konkreten Stadt spielt, wenn es in einem konkreten Milieu spielt, mit einer konkreten Sprache und nicht mit dieser, wie man es zum Beispiel an deutschen Fernsehfilmen sieht, mit dieser Einheitsfernsehsprache, wo auch keine Menschen mehr sind, wo keine Figuren mehr sind. Also ich glaube, das ist sehr wohl ein Zeichen für Qualität und das ist auch die Richtung, wo man hingehen muss. Zum anderen, wo geht man hin danach?
da gibt es verschiedene Industrien, nicht? Es gibt zum einen die Werbeindustrie, es gibt die Fernsehindustrie und dann gibt es den geförderten Spielfilm. Natürlich werden einige geförderten Spielfilm machen. Es gibt auch Kollegen, die das schon entweder schon abgedreht oder sind dran. Ja, also es kommt darauf an, was dann offen steht oder in welche Richtung man auch gehen möchte. Aber es ist ein Apparat in Gang gekommen und das ermutigt weiter. Das ist ein großes Glück und wir haben ein bisschen mitgeholfen. Es ermutigt natürlich einen Erfolg wie dieser Erfolg, die anderen sich auf das einzulassen, auf das Langsame, auf das Behutsame, auf das Genaue erzählen. Und die Kritiker sind in diesem Fall vollkommen mitgegangen und auch die Öffentlichkeit, siehe Diagonale, siehe ausverkaufte Vorstellungen der Studentenfilme, immer wieder, überall. Und das, hoffentlich geht das weiter und steigert den Erfolg. Für welche der drei genannten Sparten würden Sie jetzt sagen, tritt die Filmakademie da ein? Sie hat ja 5 Studienrichtungen, die jetzt nicht nur den Kunstfilm, wie Sie ihn genannt haben, forciert, sondern gibt ja auch sozusagen eine Art starke Branchenorientierung. Wie würden Sie da sagen, für wen arbeitet die Filmakademie da? Für beides, dazu? Für das Handwerk, selbstverständlich, was auch die technischen Studienzweige betrifft, also Kamera und Schnitt, aber sehr stark auch für die Idee, Drehbuch und Regie und Produktion muss dabei sein, ist ganz, ganz wichtig, weil sie eben in Gelddingen, in Beschaffung, in Verwaltung, in einer Fürsorge für das Produkt arbeiten kann. Also es sind alle 5 Richtungen gleich wichtig und die gehören zusammen und die ergeben zusammen die Filmakademie. Wobei ich noch einmal sage, es ist eine Kunsthochschule, an der wir sind. Es wird also nicht Gebrauchsware erzeugt und es wird auch nicht das Handwerk, das man auch in 2 Monaten lernen könnte, gelehrt, sondern das Tiefergehen.